Sendung. Der amerikanische Präsident hat verlautbaren lassen, dass es gute Chancen gebe für einen Handelsvertrag mit China. Und sollte es zu einem solchen kommen, dann wäre auch Huawei Teil des Abkommens. Also die große Frage, die sich jetzt stellt, ist doch jene: Gibt es einen Trump-Put, eine Trump'sche Versicherung gegen fallende Kurse an der Wall Street? Und wo setzt diese ein? Ab welchem Kursniveau? Der Dow, der brach ja gestern über 400 Punkte ein, ist aber immer noch über 25.000 Punkten. Und das Problem ist doch jenes: Es reicht, dass es einen Tweet gibt und die Märkte gehen nach oben ab, oder einen Tweet und es kommt zu einem richtigen Rutsch nach unten und die Kurse gehen 10% oder so in die Knie. Wenn es da wirklich einen fesselnden Handelsstreit oder Handelskrieg geben sollte. Was dem Markt zugute zu halten ist, und das ist das Programm des gesamten Jahres: Es findet kein Verkauf von Aktien statt, also kein Nettoverkauf, sondern lediglich eine Sektorrotation. Weg von Aktien mit hohem Industrie-Exposure, alles kommt weg, was mit China zu tun hat, und Technologieaktien will derzeit auch niemand. Aber es gibt Sektoren, die jetzt profitieren. Immobilien, REITs, Healthcare, defensive Sektoren werden von Anlegern angesteuert. Das Geld geht also nicht raus aus dem Markt, sondern wandert da umher und bleibt im Markt, und das ist ein gutes Zeichen. Was die amerikanische Notenbank und die Hoffnung angeht, dass die Zinsen senkt, die brauchen etwas Vorzeigbares, womit sie eine Zinssenkung begründen können. Ein Einbruch der Hausverkäufe, ein Einbruch der Autoverkäufe und also sowas in der Richtung. Sowas haben wir zurzeit einfach nicht, weil die Daten, die geben das nicht her. Ich denke aber, wenn die Strafzölle jetzt in Kraft treten, 1. Juni ist da der Stichtag, und Trump die auch noch auf andere Güter ausweitet, da ist immer noch so über 300 Milliarden, die übrig blieben, die er auch noch bringen könnte, dann wird es immer schlimmer. Und irgendwann Ende Juni müssen die Unternehmen dann ihre erwarteten Gewinne, ihre Guidance für das zweite Halbjahr kappen. Dann gibt es ganz viele Umsatz- und Gewinnwarnungen, weil sie dann das Ganze wirklich auf das Wachstum auswirken würde. Und es ist klar, wenn du einerseits weniger Unternehmensgewinne hast und wegen dem schwächeren Weltwirtschaftswachstum auch noch weniger Bereitschaft der Anleger, hohe Bewertungen zu tragen, dann können wir schnell 10-15% tiefer stehen. Und je nachdem, wie schlimm dann die Auswirkungen werden auf das Weltwirtschaftswachstum, wenn man sich überlegt, wir haben dann sogar eine Rezession, wird das Ganze noch schlimmer, dann ist nach unten die ganze Geschichte offen. Und ich glaube, für das sind dann die Notenbanken da und sagen, okay, wenn es zu so einem Szenario käme, könnten wir noch stärker intervenieren, als wir es bisher getan haben. Fakt ist, soweit ist es nicht. Was wir heute Morgen sehen, ist ein DAX, der immer noch über 12.000 Punkten ist. Der hat heute aber die 12.026 als Widerstand vor sich. Scheitert der Rückeroberungsversuch, rutschen wir vielleicht bis 11.835, und scheitert bei der 11.835 der Verteidigungsversuch, schließt der Markt da also drunter, hätten wir gut 400 Punkte Luft nach unten. Da wäre dann die nächste Unterstützung erst zu sehen bei 11.404. In dem Sinne, erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns um 9 Uhr, wenn ihr wollt, oder am Montag dann wieder live auf diesem Kanal. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.